Okay, da wären wir wieder zur nächsten Folge Retro. Und ja, mit dem Dings hier, das schaffe ich nicht so ganz mit dieser Challenge von Boom Beach, die ich ja angesprochen hatte. Also während Clash Royale lief es noch ganz gut. Da habe ich ja auch kürzer gemacht und so, aber jetzt wieder hat es eine Weile gedauert, weil ich vor der Folge auch noch ein bisschen was gemacht habe. Aber es waren alles notwendige Sachen, ein paar Dateien hin und her schieben, beziehungsweise löschen, damit ich mal wieder ein bisschen Speicher krieg und ja, noch bei WhatsApp geantwortet, weil sonst zieht sich das wieder morgen über einen halben Tag, bis ich dann mal antworte. Ne, weil ich dann immer denke, ach, wenn du es gestern schon nicht gemacht hast, machst du es halt erst nachher oder keine Ahnung. Ja, ist halt immer schwierig teilweise. Aber okay. Ja, und jetzt bin ich hier. Dadurch brauche ich wahrscheinlich 40 Minuten insgesamt, wenn man es zusammenrechnet, aber passt schon. Ich meine, ich habe mich jetzt relativ schnell noch überwunden. Also für die Retro-Aufnahme, nachdem ich jetzt die anderen Aufnahmen hatte, habe ich jetzt nicht so lange gebraucht, mich zu überwinden. Was schon mal gut ist, weil sonst brauche ich teilweise echt eine ganze Weile hierfür. Naja, ist halt immer nervig, ne? Also ich würde lieber eher aufnehmen. Gut, heute war es auch eh nicht möglich, jetzt irgendwie zum Beispiel 21 Uhr aufzunehmen, weil da hatte ich in Discord eine Sitzung quasi, also ja, ist das schon mal weggefallen, die Möglichkeit, aber sonst war das ja immer so, ne? Und da habe ich mich immer so geärgert, wenn ich das dann nicht hinkriege und ja, immer so ewig warte. Naja, muss halt nicht sein, weil ich will es ja dann eh noch machen und das dann immer so spät noch durchzuziehen, ist halt nicht geil. Ja. Okay. Ah, da fällt mir was ein, Moment. Muss ja was machen, kurz. Alles klar. Ja. Dann, ich weiß gar nicht, wie weit ich den Berg noch abtrag. Aber letzte Folge habe ich wieder mehr geredet, ne? Da war so eine Talk-Folge. Heute ist wieder so eine Chill-Folge. Es wechselt echt immer in den Videos. Ich habe übrigens da neulich geguckt, in alten Folgen. So zufällig. Ich war mal in dem Retro-Ordner und habe ich geguckt, okay. Nee, Quatsch, das war ja auf YouTube, habe ich die Folgen angeguckt. Wollte ich mal einfach wissen, welche Folgen so ein bisschen ja, grundlegend waren oder in welchen Folgen so markante Sachen passiert sind. Zum Beispiel, wie lange ist es eigentlich her, in welchem, wo ich in einem anderen Haus war mal. Lol, was ist denn hier los? Alter, was geht denn bei dir? Okay. Guck mal, jetzt sieht's wieder klar. Obwohl auch nicht. Nee, ich wollte einfach mal wissen, wann ich in einem anderen Haus war, weil das schon echt lange her ist. Also mir kommt so vor und deswegen brauche ich da mal eine Info drüber. Ne? Wäre zumindest ganz hilfreich. Lol. Hä, wieso hat denn das jetzt geklappt? Warte mal. Hä? Ich habe gerade hier Klick gemacht und da ging das. Jetzt ging's nicht. Keine Ahnung, ey. Naja, jedenfalls muss ich sagen, ja, ich bin halt enttäuscht, dass ich nicht in dem Haus sein kann, in dem alten. Das wünsche ich mir eigentlich schon lange. Aber ich finde das einfach nicht mehr. Deswegen müsste ich mal den Weg aus den Videos rekonstruieren, wie ich da gelaufen bin. Weil ich dachte mal, naja, das kann doch nicht so schwer sein, das zu finden, ne? Aber wie lange ich das jetzt schon nicht gefunden habe, das hier finde ich komischerweise immer wieder. Das verstehe ich halt auch überhaupt nicht. Na gut, aber in der Gegend kenne ich mich irgendwie besser aus hier. Da findet man dann leichter zurück, weil man das so im Instinkt hat. Und das andere habe ich halt null verinnerlicht. Ne? Und hier ist auch übersichtlicher so die Umgebung. Das ist ja alles Wiese. Und das findet man dann besser, als wenn hier zum Beispiel Wald wäre. Ne? Da würde man, glaube ich, sich schlechter durchschlagen können. Wenn das auf so eine Lichtung zum Beispiel hier stände. Ich glaube, da wäre das extrem schwer zu finden im Vergleich. Da hätte ich das Ding hier auch schon verloren. Aber ja. Nee, aber es wäre mal cool, wenn ich die andere Base wieder hätte. Also, so wirklich. Denn da könnte man was mitmachen, so. Ich habe da ja eigentlich in den letzten Folgen, wo ich dort war, ich glaube, das waren die 54, 55 so in dem Dreh. Da habe ich übelst angefangen, dort noch das Feld zu bauen und alles, ne? Und eigentlich hätte ich schon mal wieder Lust, da weiterzumachen. Ich meine, ich hatte jetzt nicht so viele Ideen. Aber ich denke, wenn ich einmal dort wäre, dann würde sich das ergeben, so. Mit der Zeit, ne?
Da wird halt mal gucken, was kann man draußen noch machen, was drinnen und keine Ahnung, ne? Ich meine, ich bin froh, dass ich erstmal den Unterschlupf hier noch habe, aber ja. Ist halt auch nicht alles. So. Dann mal gucken. Oh Mist. Ey, hier die Höhle, bin ich auch schon so oft liegen geblieben. Muss ich mal ändern, also die Zugstopfen. So. Ist ja eigentlich gut hier mit einer halben Hungerkeule zu essen, wenn die weg ist. Das ist immer die Frage, ne? Denn da streiten sich ja die Geister. So, ich könnte ja eigentlich mal quasi so ein Feld bauen, ey ja, im Wasser. Ich glaube, das sieht schlecht aus, aber egal, es ist schon beschlossen. So, und zwar machen wir das so. Ich mache hier so einen 5x5 Block, ne? Und dann ist das eigentlich durch. Ne? Das muss jetzt auch nicht mehr durch den Landtag, die Entscheidung. Okay. Ach ja, hier habe ich so ein Ding. Und dann die Seeds brauche ich. Ey, wie viel Zeug ich ja mittlerweile auch habe, ne? Ich habe mir so richtig ein Reichtum aufgebaut. Und in der anderen Base. Oh! Oh, Scheiße! Das gibt's doch nicht. Jetzt geh auch mal weg hier. Ja, komm, ich geh schlafen, ey. Jetzt reicht mir. Ich hab grad so überlegt, ob ich schlafen gehe, aber dann dachte ich so, nee. Da kann ich noch vielleicht ein bisschen Zeug farmen, aber komm. Ey, was? Wieso geht denn das nicht? Das ist doch dämlich. Ach so, ja, warte, hier hab ich alles. Ah, zum Glück hat er hier nicht das Ding wieder weggesprengt. Oh lol. Da ist einer. Die erscheinen immer so plötzlich in meinem Bild. Ne? Ohne dass ich das will. Ne, vor allem ohne dass ich das vorher sehe. Oh lol, der hat eine Schaufel mir gegeben. Puh. Das ist ja voll geil. Aber die kamen damals gar nicht mal so selten. Muss ich sagen. Aber warum eine Schaufel? Das habe ich auch noch nie verstanden. Aber okay. Obwohl, das hat ja bestimmt irgendeinen Hintergrund aus einem anderen Spiel, habe ich das Gefühl. Das sind oft so Anspielungen auf andere Games. Muss man ja sagen. Ja moin, da brennt er nicht mehr. Ne? Und fühlt sich stark. Okay. Da müsste man noch irgendeine Verbindung machen, dass das nicht so komisch aussieht von hier. Ne? Vielleicht reicht's, wenn man so Treppen dahin setzt. Aber da muss ich erst Blöcke oben drauf setzen. Sonst platzieren die sich ja falsch. Ist auch immer so ein Thema. Ach. Aber okay, eigentlich ist es ja nicht so viel Arbeit. Na gut, jetzt muss ich aber wieder da rankommen erstmal. Boah. Wie nervig, ey. Aber ich glaube, so ist es schon wesentlich besser, ne? Ich guck mal, kann man hier schon die anderen Treppen machen? Safe, oder? Ja. Ich dachte schon nicht kurz, aber das wär's. Das wäre ein Skandal eigentlich. So, ah shit. Okay. Ja, die haben wir auch schon verwendet, fällt mir ein, ne? Ja, auf jeden Fall in der anderen Base, da muss ich nochmal schauen, wie ich das da gestalte, ne? Mit der ganzen hier Schichte. Aber ich habe immer noch das Gefühl, dass die dort hinten ist. Ich glaube, das ist aber grundlegend falsch. Wahrscheinlich ist sie da. In der Richtung war ich eigentlich lange nicht, ne? Oder, ja, obwohl doch. Oder da wahrscheinlich. Boah, ich habe keine Ahnung, ne? Wir müssten von hier aus mal in jede Richtung gehen, damit wir das ausschließen können. Oder ich muss halt wirklich den Weg nachkonstruieren, aber ich weiß halt auch nicht, was jetzt schwieriger ist, quasi. Ich muss mich einfach mal so richtig darauf konzentrieren, dann wird das, glaube ich, was. Da bin ich mir fast sicher. Aber wenn ich immer nur so das Lapidar angehe, dann wird es natürlich nichts. So. Dann zack. Das weg. Ja, heute machen wir pünktlich auf jeden Fall Schluss gleich. Also ich würde sagen, das war's dann auch schon. Ich mache mir hier noch so ein Thumbnail, ne? Jetzt hier mit dem Feld. Ne, warum nicht? Ich weiß nicht, ob man das denn sieht, aber ich denke es mal. Und
Ja, ich weiß nicht. Huch. Ja, ich wollte gar nicht sprinten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich noch andere Thumbnails brauche. Von anderen Gegenden. Ne? Wäre vielleicht noch stark. Maybe von dem Dschungel da hinten. Ja, das wäre doch was. Huch. So, mit dem Schafshintern. Und ja, das reicht. Aber gerade jetzt kommt die Minecraft-Musik, ey Mann. Ich würde die mal hören. Ja, die ist immer so besonders. Ja. Hören wir es uns nochmal kurz an, während ich hier ernte. Die Zaun zerstören das auch gar nicht, ne? Ja, wollte ich eigentlich eher Schluss machen, aber dann reiht sich's doch wieder aus, bis auf die letzte Sekunde. Naja, so ist es. Okay, dann ciao.